kurzer Überblick über unser Feld-Fast-System, unser eigenes patentiertes Suspension-System, was für Feld Active Stay Technology steht. Ich habe ja schon mal das Rad ein bisschen vorbereitet. Ich würde jetzt hier mal den Dämpfer demontieren. Und was man relativ schnell und detailliert sehen kann, ist, wenn ich den Dämpfer rausziehe, dass der Hinterbau im Prinzip einfedert. So, was hat das für eine Bedeutung? Wenn ich mir diesen Lochabstand hier anschaue, dann entspricht das genau der Position im komplett entlasteten Hinterbauzustand, dass ich im optimalen Sag des Dämpfers, nämlich bei 30% bin. So, und der folgende Hintergrund der ganzen Geschichte ist und warum das so gestaltet ist, ist letzten Endes, dass ich in diesem optimalen Sag-Bereich ein super minimales und softes Ansprechverhalten habe, was eine optimale Small Bump Resistance ein Small Bump Ansprechverhalten letzten Endes ermöglicht. So, und der nächste Punkt ist, dass ich mit zunehmendem Federweg und auch im Negativfederweg eine erhöhte Progression habe, die mechanisch erreicht wird, was uns ermöglicht, die Dämpfer möglichst degressiv zu tunen. Degressiv bedeutet, dass die Spannung im Dämpfer, der Ölfluss, der nimmt sozusagen ab und das bringt folgenden Vorteil, dass ich länger mit gleichbleibender Konstanz im Dämpfer fahren kann. Sprich, wenn ich lange Abfahrten tätige oder fahre, dann verhärtet sich nicht der Dämpfer, weil das Öl heiß wird und sich ausdehnt, sondern es bleibt länger kühl im Dämpfersystem. Und das ist im Prinzip fast.